Die blaue Tür. In diesem Bereich geht es um unseren Tatendrang und Erfolg, den wir uns im Leben wünschen. Tatendrang steht für die Motivation und Willenskraft, die das Verlangen in uns weckt, aktiv zu sein. Verspüren wir zu wenig Tatendrang, sind wir öfters frustriert oder erschöpft. Ist es nun herauszufinden, was dich genau ausbremst? Dafür gibt es 7 Möglichkeiten zur Auswahl. Schau einmal, ob du deinen Mangel oder Wunsch noch spezifizieren kannst. Was genau bremst dich aus? In der ersten Spalte findest du die Bedürfnisfelder, die du zur Auswahl hast. In der zweiten Spalte siehst du 3 Unterbegriffe, die das Bedürfnis etwas genauer umschreiben. In der dritten Spalte findest du das Hochgefühl, das du dir wünschst. Davon willst du mehr. In der vierten Spalte findest du das Störgefühl, das häufig entsteht, wenn unsere Bedürfnisse nicht gestillt werden. Die letzte Spalte zeigt dir das Ideal, wie es eigentlich sein sollte. Bewerte die Aussagen einfach nach Schulnoten von 1 bis 6. 1 trifft voll zu, 6 trifft überhaupt nicht zu. Das hilft dir zu erkennen, welche Aussagen am wenigsten zutreffen. Damit bekommst du einen Hinweis, was dir am meisten fehlt oder was du dir wahrscheinlich am meisten wünschst. Entscheide dich für das Feld, das dich am meisten emotional berührt. Wenn du dein Feld gefunden hast, geh auf Seite 8 und finde dort dein Feld auf dem Kompass. Jetzt weißt du schon mal, was du dir am meisten wünschst. Auf Seite 9 geht's dann weiter.